Was geht ab, YouTube, und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute in LS 17 auf der Mining and Construction Map zusammen mit dem McManus und den Tiger Sword. Hi Leute! So. Sehr schön. Gut, es geht weiter. Wir haben das letzte Mal hier noch ein bisschen Sachen weggeschafft und verkauft. Nämlich aus dem Grund, dass wir unsere nächste Investition tätigen können. Wir wollen einen LKW kaufen mit HKL. Aber, warte ganz kurz, und zwar, es hat nämlich noch jemand in die Kommentare geschrieben, haben wir die Roadtrains hier gar nicht drauf? Wo waren die denn da? Nee, haben wir gar nicht. Nee, haben wir nicht drauf, ne. Wurde nämlich gefragt, warum wir die Roadtrains nicht nehmen. Da wollte ich mal ganz kurz, für den Teertransport ging es da primär, wollte ich mal ganz kurz gucken, was die Roadtrains, ob die überhaupt Teer laden können, weil das Problem haben wir ja. Ich denke, der meint, um die aufzufüllen, oder? Weil Teer, die 120.000, die da produziert werden, wenn das Ding voll ist, wäre ein Roadtrain irgendwie... Keine Ahnung. Ist eine gute Frage. Forestry brauchen wir nicht. Felgenfarbe. Das ist eine Teil- und eine Volllackierung. Ja, jetzt frag mich jetzt nicht, was da der Unterschied ist. Hakenlift, Wechselbrücke. Hä? Ja, die kannst du zwei, einmal als Wechselbrücke und einmal als Hakenlift kaufen. Wechselbrücke ist die, wo du drunter fährst, ne? Genau, wir müssen den Hakenlift haben. Ja. 370.000, lecker, mio muchacho, das ist meine Investition. So. Ach, ich bin doch blöd. Uiuiuiui. Was wir noch brauchen, ist den Behälter dazu. Für Flüssigkeiten. Da wird der Schnellbau oben brauchen, wenn wir das runterholen. Na, aber wir können ja noch einen kaufen, oder? So, musst du wissen. Achso, wo steht der? Achso, nee, dann hol ich den ab, ja. Das stimmt. Weil den Sprit kannst du ja unten in der Dings packen, beziehungsweise oben bei mir noch einmal auffüllen und dann. Weil ich kann nicht direkt raus tanken, das ist das Problem. Muss ich mir nochmal so einen Tankfass holen. Mich würde mal ganz kurz interessieren. Warte mal, wo können wir nochmal nachbearbeiten? Hier drüben, ne? Oder? Ja. Ja, da wo wir verkaufen. Aber der ist echt schön, oder? Ich würde mir dann nämlich den hier für 15.000 gönnen. Da kann ich den hinten auf den LKW packen. Ich gleich noch einmal Sprit raus aus dem Kanister oben. Also ich zumindest oben so eine kleine Tankstelle zumindest da oben habe. Hat bei euch auch so? Ja, ich habe nochmal konfiguriert. So. Okay, na die Reifen sind zumindest ein bisschen besser, aber die sind schon sehr grob stollig. Aber ist okay, wir fahren ja auch in die Mine damit. Gut, und in Blau, denke ich, sieht auch etwas besser aus wie in Rot. Okay. Ab geht die Luzi. Der war in der Stahlmine, ne, der Tank. Ja. Erzählt doch mal hier von euren Russentreffen. Genau, Tiger, wollte ich fragen, wie lange warst du noch gewesen? Wir haben uns ja dort getroffen und wir sind ja, glaube ich, 16:30 los, 16:30. Da Christian mit seinem Trabi so lange Heimfahrt hatte, sind wir, glaube ich, ja nur einmal um den Platz gelaufen, sind wir auch losgegangen. Mit Tom oder ohne Tom? Nö, Tom war mit Family noch da gewesen. Achso, okay. Ja. Aber die wollten, glaube ich, auch schon fast los, weil die Kinder irgendwie noch... Wohin wollten, mussten oder was, keine Ahnung. Da waren die aber auch nicht lange da, oder? Ja gut, die waren seit um 1 Uhr, waren die glaube ich schon da gewesen. Achso, Ja. Ja, beim Russentreffen war cool gewesen. Also mir hat die Veranstaltung sehr gut gefallen, muss ich echt sagen. Ich fand's wirklich cool. Hat echt Spaß gemacht. Ja. Ja, und dann haben wir, natürlich hat man auch mal ein paar Leute getroffen. Es waren echt einige Zuschauer auch da. Also ich wurde des Öfteren angesprochen. Noch dazu haben aber auch ein paar Leute geschrieben, dass sie mich... Der eine hat geschrieben, ich habe dich nur von hinten gesehen. Der andere hat ein paar Leute haben auch geschrieben, dass sie mich leider nicht gefunden haben und so. Und ja, aber wie gesagt, wir haben ja dort nicht direkt irgendwas ausgemacht oder keine Ahnung, sondern einfach nur gesagt, wenn wir uns sehen, dann einfach anquatschen, weil ich weiß ja nicht, wie ihr seht. Aber dann, ich würde mich auf jeden Fall freuen. Und das war echt cool gewesen. War auch einer mit seiner Family da, der Papa, der war übelst nett. Ich glaube, der Jon,
was er, Jonas? Ja, Jonas, glaube ich. Der Papa war mit dabei gewesen und die Frau und die waren beide auch super nett und ja, war echt cool. Hat Spaß gemacht. Ja, das war cool. Ja. Falls ihr seht, schöne Grüße. Ja. Und ist halt wirklich echt ein cooles Treffen, also läuft. Was ja dazu kam, ist, dass wir quasi von unserer LPG, also von unserer Truppe, quasi auch so eine Art kleines Clan-Treffen gemacht hatten von den Leuten, die da waren. Ja, wer war da? Altair war ja da und wer war das mit dem Drabi Poppy nochmal? Poppy war da und Altom war da und ich halt, ne? Wer also war das vier. Mit dem Drabi nochmal? Das war Poppy. Wer war Poppy? Poppy. Wer ist Poppy? Der heißt Chris, der heißt eigentlich Chris Pop mit Namen und dann bin ich den Poppy, weil Altair auch Chris heißt und dann haben wir halt... Ja, aber warum, wer ist Poppy? Also wie... Das war der Stimmige, oder? Ja, der mit dem du mit dem Drabi da warst, das weiß ich doch, aber was macht denn der? Bei euch jetzt oder was weiß ich? Der spielt bei uns mit. Das ist bei uns im Team. Ach, der ist bei euch im Team direkt, im LPG-Team. Ja, ja, das waren die, also wir vier, die quasi da waren, waren da vom Team gewesen. Okay. Mit Tom zusammen. Tom war also auch hier da. Ist ja bei uns auch im Team und Tom, ja. Ja. Tom war auch da mit der Frau, mit seiner Tochter. Haben wir die auch mal kennengelernt, die da nämlich gespielt hat, ne? Das eine Mal mit uns und von der Frau, die hat noch einen Sohn. Und ja. Auch sehr, also die Frau hat einen sehr sympathischen Eindruck gemacht. Ja. Und auch die Tochter eigentlich. War zwar ein bisschen still und naja, gut, klar, was soll sie denn ja mit uns hier fremden Luis da erzählen? Oh, warte mal, hier ist noch Treibstoff drin. Leco mio, muchacho. Ja, das kannst du ruhig mit euch zu unternehmen, in die Tankstelle packen. Nee, ich fülle erstmal hier hinten das noch auf. Ja. Weil ich komme da gleich nochmal mit dem Tank extra nochmal hoch und hol mir dann nochmal den Sprit ein bisschen ab. Also der Hakenlift ist mal Premium, Alter. Das Ding ist mal richtig geil. Aber es ist ja noch, ja, wie soll, ich weiß nicht, ob es jetzt, was hier ist oder vielleicht ein Nostalgie-Projekt. Auf jeden Fall ist dann nachher zum Ende noch so ein kleines Spoiler passiert. Okay. Er hat mich ja zu Hause abgesetzt, ist weitergefahren und naja. Höhe Dresden ist ihm seine Lenkachse gebrochen. Oh ne, oder? Ja. Nicht dein Ernst? Mein voller Ernst. Und was hat er gemacht? Ja, den Kollegen angerufen wegen Abschleppen und jetzt haben sie das Ding nach Hause geschleppt und muss das repariert werden. Wie weit war das von ihm zu Hause weg? Oh, das war bestimmt noch ein paar... Dresd bis Cottbus. Jetzt mal bestimmt noch so 150 Kilometer bestimmt, oder? Ach, hau ab. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie weit das ist, so. Stahltrailer ist auch voll. Ah ne, ist noch nicht voll. Aber hier sind noch zwei. Die müssen wir mal raus tun, ansonsten wird das hier nichts mit weiter produzieren. Ja, genau. Ja, da war glaube ich erst heute Nacht so gegen, glaube ich, 1:30 zu Hause. Ach, jawohl. Na, da hat er ja Spaß gehabt. Naja, mit dem Drabi ja. ist eine sehr gewagte Nummer, muss ich ehrlich sagen. Das Schlimme ist ja, das Ding ist erst einen Tag vor aus der Werkstatt gekommen. Ja gut, aber wegen Motor. Ja, allgemein ist das Auto überholt worden, auch TÜV fertig gemacht worden und alles. Na gut. Tja, für sowas bist du nie gefreit, das ist das Problem. Ja, wir hatten schon, als wir hingefahren sind, wir waren ja auf der Raststätte gewesen, weil wir beide mal aufs Klo mussten und... Ja, dann hatten wir schon beim Runterfahren so einen leichten, so dumpfen Knall gehört, da wir erst gedacht von wegen, ja gut, dachte erst Reifen wäre geplatzt, war ja nicht der Fall. Da hat er halt gemerkt von wegen, dass seine Stange vom Benzinhahn ab war. Ja. Dachten wir, okay, dann war es wohl das gewesen, aber wahrscheinlich ist da wahrscheinlich schon die Lenkachse wahrscheinlich schon angeknackt gewesen. Hm. Ich denke, wir haben Glück gehabt, dass wir da quasi jetzt einmal damit hingekommen sind und die guten 300 Kilometer zurückgekommen sind zu mir. Ja. Wahnsinn, ey. Das ist schon echt Wahnsinn. Also auch krass, dass er dich ja abgeholt hat und alles, weil es war für ihn kein unerheblicher Umweg, ne? Nee, also das habe ich auch zu ihm gesagt, also dass er es überhaupt gemacht hat, das war schon nett. Ja. Altair war ja auch da gewesen, der war auch super nett. Fand ich auch sehr sympathisch. Ja.
Der Tom, ey, er hat wirklich die Stimme. Er hat wirklich diese Stimme, ne? Das ja, ist ja, habe ich auch so gedacht. Ich hab weil TS verfälscht ja manchmal so ein bisschen die Stimme, ja. Aber bei denen, also astrein, also. Ja. Wahnsinn, ey. Aber so ist es. War auf jeden Fall schön gewesen. War sehr, sehr viel Technik auch. Dort. K700 sind gefahren für sie, zwei Stück. Oh, schön. Mhm. Das war sogar der TK150 dort, den wir hier hatten als Bagger, diese alte Rostlaube. Echt? Ja. Ja. Der stand da auch dort, aber halt ohne diesen Frontlader, also ohne diesen Hecklader mit Bagger. Ja. Und das Lustigste war ja gewesen, da wollte ich eigentlich wieder noch ein Foto von machen, aber da waren sie da schon weg gewesen. Da hatten sie einen MB-Truck stehen und genau daneben hatten sie einen kleinen Deutsch stehen gehabt. Da wollte ich erst ein Foto machen, hab gesagt, von wegen hier, die wissen, dass wir zusammen aufnehmen. Ja. Aber naja. Was hast denn du da drauf, Alter? Tiger. Denn? Was hast denn du da drauf? Ja, so ein Tank, wie du hier auf dem Dolly stehen hast. Aber wir haben doch hier noch so einen Tank. Ja, ich wollte ihn hier, den einen wollte ich ja bei mir oben hinstellen zum Tanken. Ja. Ach so, ja. Ich glaube, das ist gerade eher raus, als es getankt wird. Jetzt. Du machst ihn gerade voll, oder? Ja, warte mal. Ja. War hier drüben das Befüllen. Aber was mich auch sehr gefreut hat, dich zu treffen. Also, das hat mich auch sehr gefreut. Echt? Ja. Schön, freut mich. Sehr nett, danke. Ja, hab schon eine Runde Bier ausgegeben und dann ja, sind wir auch schon wieder los. Haben mit Tom noch eins gezwitschert. Ach ja. Aber dein Kollege war auch geil gewesen. Wir standen noch, wo du losgegangen bist wegen Streichelzone, da sagte er so, jetzt holt euch ein Bier und setzt euch hin. Ja, geil. Das ist Special-Kollege von mir. Naja, war cool. Weißt du, wer das war? Nee. Kannst du dich daran erinnern, dass mal einer im ETS, der Dieter im ETS mitgefahren ist? Ja. Das war der. Ah, okay. Ja. So, auf zum Teer. Das war der gewesen, Tatsache. Richtig, richtig dufter Typ. Ist ja, war cool drauf. Wie gesagt, komm, guckt uns so an. Jetzt holt euch erstmal ein Bier und ich meine, er ist ja, sag ich mal, kräftig, ne? Also, er ist sehr kräftig, er ist auch sehr groß und, dann die ganzen Tätowierungen und alles, ne? So die Arme zu tätowiert und alles. Also das sieht schon erstmal lustig aus, aber ist. Vor allen Dingen ist es einer, was ich bei ihm sehr zu schätzen weiß. Er ist halt so kackendreist ehrlich. Ne? Also der ist halt einfach so kackendreist ehrlich. Der sagt ja halt einfach ins Gesicht. Also der sagt ja, wenn er ein Problem hat, dann weißt du es. Das ist einer, der redet nicht hinter deinem Rücken. Weißt du? Das ist cool. Und das mag ich halt so bei dem. Also der redet nicht hinter den Rücken, der sagt ja, wenn er ein Problem hat. Und was das für ein Problem ist. Und ja, deswegen. Wir verstehen uns sehr, sehr gut. Also wir machen da auch sehr oft was zusammen und alles. Und ja. Männertag sind wir, bin ich zwar mit einer anderen Truppe unterwegs. Früh dann mit dem Traktor wieder. Aber wir wollen dann späten Nachmittag, wenn wir wieder da sind, so 16 Uhr meist sind wir zurück, will ich mich gleich holen lassen von der Jean und fix Dusche und dann machen wir noch den Rost an und dann wird noch gebraten oder gegrillt, wie man es halt nennen mag. Da sitze ich dann noch mit einer anderen Truppe noch zusammen, also wird ganz lustig und stressig zum Männertag und am Freitag habe ich Gott sei Dank noch frei bekommen, weil wir hatten nämlich ein bisschen Probleme auch mit der Kleinen, der Kindergarten hat bei uns zu. Oh. Und die Großeltern sind 14 Tage im Urlaub und das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm. Wir haben eigentlich so damit gerechnet, na gut, dann kann die Oma holen, die freut sich ja auch, wenn die Kleine da ist und alles. Aber die sind gar nicht da, naja. Und meine Mutter hat sie operiert, also die hat eine kleine OP gehabt, die ist auch noch nicht ganz so fit. Das ist halt mit der Kleinen auch so, naja, ist halt so eine Sache, ne? Und mit Autofahren und alles und deswegen sind wir da ein bisschen im Zwiespalt, weil meine Frau ist kriegt auf gar keinen Fall frei. Und ja, jetzt habe ich kurzfristig dann doch noch frei bekommen, weil ich einen super guten Chef habe, der mir das dann noch ermöglicht hat. Komm mal jemand her. Was? Komm mal bitte jemand her. Wohin denn? Eine Kohlemine. Moment. Ja. Bist du denn da rausgefahren?
hänge mit dem Bagger fest, ich hänge mit dem hier fest. Jetzt vielleicht? Schieb mal an hinten. Ja, 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 gut, 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 gut. Los hier, Alter. Gut. Ah. Ja, hättest du mal den Volvo genommen, der hat mehr Leistung. Aber irgendwas ist hier aktiv, warte mal. Denn? Ja. Jetzt. Gut. Soll ich fahren? Abliefern schnell oder was? Ja, mir egal, wenn du willst. Was, wo soll das hin? Ja, in die Asphaltproduktion. Brauchst du dann noch eine Fuhre? Erstmal nicht. Warte, dann kannst du es selber machen. Ja, das ist ja Quatsch, dann bist du ja, dann nehme ich ja gerade die Arbeit weg. Ich war ja auch gerade unterwegs. Weißt du? Also, naja, ich dachte nur, du hättest nichts zu tun. Und deswegen hast du ich bin hier mit dem Schulter für deine Asphaltproduktion hier. Ja. Also eigentlich wäre das perfekte Gespann, wenn wir jetzt noch einen HKL-Anhänger hätten. Ey, das wäre es eigentlich noch ein HKL-Anhänger mit Tank drauf. Aber das kriegen wir preistechnisch nicht hin. Schade. Tank, du brauchst mit Mulde, oder? Da hast du hinten drauf. Ja, noch ein Tank. Dann kann ich 100 km mit Eimer holen. Ah, okay. Und da gehen ja 150 rein, glaube ich, bei dem Teer. Und auch aber Wasser. Man kann halt 100.000 Liter Wasser mit Eimer holen. Das ist wohl wahr, ja. Gut, dann. Ja, aber gut, meine lieben Freunde, wir sind auch am Ende unserer Folge angekommen. Wir bedanken uns fürs Zusehen. Schau bei den anderen vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.